Hallo, Freunde der digitalen Unterhaltung. Heute gebe ich euch einen Korb, beziehungsweise eigentlich nicht ich, sondern Alistair Software. Das sind die Entwickler von Catch a Falling Star. Klingt komisch, ist aber so. Diesen Korb könnt ihr verwenden, um auf einer Ebene von links nach rechts und von rechts nach links zu fahren, um Sterne einzufangen. An dieser Stelle könnte man sich natürlich fragen, was soll ich mit einem Korb voller Sterne? Natürlich, wieder nach links oder rechts fahren und dort abliefern, um Punkte zu sammeln. Der aufmerksame Zuschauer wird wahrscheinlich jetzt schon festgestellt haben, dass da nicht nur Sterne runterfallen, sondern auch alle andere mögliche Krempel. Dieser Krempel kann einige Boni verursachen, wie zum Beispiel ein zusätzliches Leben oder Coins, die man für andere Sachen einsetzen kann. Aber es kann auch ein Malus entstehen, dass zum Beispiel der Korb langsamer ist, dass es somit schwieriger wird, die Sterne einzufangen oder dass man instant ein Leben verliert. Die eben erwähnten Coins kann man einsetzen im Hauptmenü, um zum Beispiel die Korbgröße zu vergrößern, dass mehr Sterne in den Korb passen, oder um neue Kosmetik für den Korb freizuschalten, dass der ein anderes Aussehen hat. Und wenn man es wirklich schaffen sollte, einen beeindruckenden Highscore einzufahren, kann man diesen auch online posten und sich mit anderen Spielern aus der ganzen Welt messen. Auch wenn das Setting so wirkt, als hätte jemand zu viel am Klebstoff geschnüffelt, ist es so, dass das Spiel wirklich Spaß machen kann. Zum Abschluss gibt es noch ein wenig unkommentiertes Gameplay. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like oder einen Kommentar freuen. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.